Hallo ihr Lieben, hier ist die Andrea von Stempel & Co. und heute gibt es auf Wunsch die Anleitung für diese kleine Lebkuchenverpackung. Sieht aus wie, ich sag mal, so eine Schatzkiste, ja? Und es passen genau die kleinen Packungen Lebkuchen rein. Ist easy einfach zu basteln. Ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Wir brauchen nämlich auch gar nicht viel dazu. Ihr holt euch euren Papierschneider und einen halben Bogen Designpapier. Also 6 x 12 Inch. Mehr braucht es nicht. Ihr müsst ihn dann mal aufklappen. Ihr könnt zulassen. Ja, wir legen jetzt die 6 Inch oben an. Wenn ihr die hier hinten an die Leiste anlegt, habt ihr genau 6 Inch geschnitten. Ich habe den halben Bogen schon. Und jetzt lege ich mir das Ganze an bei 1,5 Inch. Also wenn ich mit Designpapier arbeite, mit großen Bögen, arbeite ich gerne in Inch. Dann hat man kein Millimeter, kein Achtel, kein, ne? Dann geht es einfach einfacher. 1,5 Inch. Wir falzen, öffnen, nehmen die zweite Seite auch bei 1,5 Inch. Und auch hier falzen wir. Dann kommt die lange Seite nach oben und wir falzen bei 5 Inch. Drehen und falzen auch von der anderen Seite bei 5 Inch. Ja, so braucht ihr euch gar nicht viele Maße merken. Halber Bogen, also 6 x 12 Inch. Hier 1,5 Inch, hier 1,5 Inch und von oben und unten 5 Inch. So, und weil wir hier so einen Abschluss wollen, dass es einfach ein bisschen farbig abgesetzt ist, legt ihr euch eine, also die lange Seite oben an. Und hier sind wir jetzt ausnahmsweise bei Zentimeter und falzen uns 2 cm, weil sonst wird mir der Rand zu breit, wenn ich hier in 1 Inch gehe. Also 2 cm falzen. Das ist die ganze Kunst. Maße schreibe ich wie immer in die Infobox. Und jetzt schneiden wir. Wir schneiden uns eigentlich nur hier rechts und links ein, wo wir bei 2 cm den Rand gefalzt haben. Mehr wird gar nicht geschnitten. Das heißt, ihr braucht euer Falzbein und falzt jetzt alles nach. Der Rand muss nach außen. Und hier haben wir noch eine Falz. So. Ihr knickt praktisch das erste ein. Muss ich ein bisschen höher? Aber ich glaube, das geht. Dann haben wir hier die Falz von den 5 Inch. Hier an die Ecke lege ich meinen, gehe ich doch ein bisschen tiefer. Genau hier ist die Falz. Und hier hinten lege ich meinen Zeigefinger, meinen Fingernagel richtig rein. Und dann kippt es automatisch nach außen. Das heißt, ich hole mir die Falz bei den 5 Inch auf die Außenkante. Ja, hinlegen. Und schön mit dem Falzbein anstreichen. Gleiches Spiel auf der anderen Seite. Ich klappe es nach innen. Auch hier in die Ecke den Nagel, Fingernagel. Und dann haben wir wieder die 5 Inch Falz, die wir auf die Außenkante legen. Ich habe schon ganz viele solche Tüten gefalzt. Und nachstreifen. Jetzt drehen wir das Ganze um. Gleiches Spiel. Festhalten. Aufstellen, Falz auf die Außenkante und richtig schön mit dem Falzbein entlang. Und ein letztes Mal festhalten, auf die Außenkante und dann mit dem Falzbein nachfalzen. Ja, dann geht von dem Eck hier innen alles nach außen. Jetzt holt ihr euch euer Flüssigkleber oder Klebeband, wie ihr wollt.
Ich nehme jetzt hier die karierte Seite. Ich habe nämlich schon eine anders gemacht. Das bedeutet, ich knicke mir die Seiten hier rein, dass ich es umschlagen kann, weil ich dann einfach hier an der Seite eine schönere Kante habe. So, einmal ein bisschen Kleber und hier aufpassen, dass ihr hier oben gerade seid. Sonst schneidet ihr euch einfach ein bisschen nach. Also hier soll nichts rausschauen. Das Ganze wird so umgeknickt. Anstreifen und ankleben. So, jetzt könnt ihr euch die Schere nehmen. Falls hier von der Falzlinie noch so ein bisschen steht, ja, das schneiden wir uns jetzt einfach ab. Also wir schneiden uns praktisch die Falzlinie raus. So. Denn wenn hier eingeschlagen wird, darf hier oben natürlich auch nichts überstehen. Ja? Also, einmal Kleber. Das reicht in die Ecken, mehr braucht man gar nicht. Und auch auf der anderen Seite. Hier könntet ihr auch mit Klebeband arbeiten, wenn ihr wollt. Man müsste es auch gar nicht kleben, aber ich klebe es einfach, dann ist es ein bisschen stabiler. Und jetzt könnt ihr es einfach schließen. Aufpassen, wie gesagt, dass nichts über den Rand schaut. Festdrücken. Wie gesagt, wirklich nochmal schön nachfalzen. So. Und dann lasst ihr das erstmal so geschlossen. Außenseite zu euch. Hier ist unsere Falz, diese 5 Inch. Hier halte ich es fest, nehme das Falzbein und ziehe es übers Falzbein. Wir runden uns das Papier, dass das gleich in diese Form kommt. Und das Ganze auch auf der anderen Seite. Oben ein bisschen aufpassen. Aber auch hier müssen wir oben nachfalzen, weil wir da um die Ecke müssen. Das soll sich ja auch an die Form anschmiegen. Bloß einfach ein bisschen vorsichtiger. Jetzt muss ich hier schnell aufbinden und meine Lebkuchen rausholen, dass ich euch das zeigen kann. Hier wird aufgestellt. Ja, ihr seht, es geht hier schön auf die Kante. Knickt das ruhig noch ein bisschen nach. Und hier stellen wir jetzt die Lebkuchen rein. Ja. Ecken andrücken. Die haben Platz hier innen, muss aber auch sein, da die Ecke, die keine Bordüre außen hat, hier eingesteckt werden muss, genau neben der Lebkuchen. Ja, die wird eingesteckt und nach unten geschoben, dass es diese Form erhält. Jetzt könnt ihr euch ein Geodreieck holen, einen Stift, damit wir einigermaßen gerade sind, ja, wo wir unsere Löcher setzen. Das heißt, ich gehe ungefähr einen Zentimeter, mir ist aber wichtig, bloß die Mitte eigentlich, ihr seht mich, ja. Natürlich jetzt auf dem Schwarz schwierig, ne. Ich mache jetzt hier bei 2 cm Markierung, hole mir meine Crocodile. Und loch mir das Ganze. So. Einmal die Lebkuchen rein. Hier einstecken. Neben der Lebkuchen.
nach unten schieben, Deckel drüber, schaut, dass es hier schön passt, dass sich das schön anschmiegt. Wenn sich das jetzt ein bisschen nach außen drückt, ist das nicht so schlimm. Wir müssen es jetzt nur festhalten, um die Markierung zu setzen, wo die nächsten Löcher müssen. Einmal. Zweimal. Ist ziemlich unten. Und auch hier suche ich mir die Markierung und loche auf beiden Seiten. Dann hole ich mir Band. Es kommt innen rein auf die Seite, die reingesteckt wird. Guckt einfach von der Länge her, dass ihr schöne Schleife binden könnt. Einmal rein, einmal bis zum Anschlag. Dann fädeln wir hier noch durch und hier. Ziehen das Ganze an und binden uns eine Schleife. Und dann könnt ihr dekorieren, für was ihr das gerade verschenken wollt. Na? Ja, hier könnt ihr noch ein bisschen nachdrücken, dass es nicht raussteht. Ich habe es praktisch einmal in der Farbe, ich muss mir erst noch Lebkuchen kaufen, und einmal die Rückseite vom Papier verwendet. So habt ihr aus einem Bogen Papier zwei Verpackungen. Sind schnell gemachte Goodies und ich glaube, so kleine Lebkuchen gehen eigentlich immer. Okay, wenn das jetzt natürlich leer ist, schmiegt sich das nicht so schön an. Und ich habe hier einfach noch einen Spruch ausgestanzt und ein paar Blätter oben drauf. Aber wie gesagt, da könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt. Ihr seht, ganz schnell und einfach. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich freuen, wenn ich ganz viele von den Boxen im Internet sehe. Markiert mich gerne und teilt auch gerne das Video. Wir sehen uns. Tschüss.